Meine lieben, lieben Freunde, willkommen zurück hier bei Elden Ring. 180 Tode haben wir auf der Watch, Alter. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, es sind mehr, aber egal. Ich baller mir jetzt mal hier alles rein, was wir haben und hoffe, dass das reicht für ein Level Up. Aber ich glaube, mittlerweile brauchen wir so viel, da kommen wir einfach nicht mehr hin. Aber zumindest können wir nämlich zum Schmied, denn ich glaube, wir hatten... Hallo? Denn ich glaube, wir hatten genügend Schmiedesteine, um unsere Waffe nochmal aufzuwerten. Oder wir hatten das schon gemacht, eins von beiden. So oder so, ich will auf jeden Fall einmal kurz zurück und gucken, ob es da irgendwas Neues gibt. Wir haben ja mittlerweile auch schon viele, viele Sachen erledigt. Ja, das reicht tatsächlich nicht. Ist ja krass, Alter. Guckt euch mal an, wie viele Wegpunkte wir haben. Heftig. So. Tafelrundfeste. Der Typ ist jetzt tatsächlich aufgebrochen. Kolosseum-Kampf beginnen. Achso, ja, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Das Game hat ein freies DLC bekommen. Und das ist quasi PvP-Kolosseum-Kämpfe. Ich glaube, da kann man 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 zusammen mit Summons und so. Also gibt es schon einiges zu machen. Freut mich vor allen Dingen natürlich für die ganzen PvPler da draußen. Wenn du einer von denjenigen bist, der gerne PvP zockt in dem Game. Und das hat ja eine sehr, sehr große Community, die PvP zockt, freue ich mich sehr dafür, dass du das ausgiebig jetzt in dem Kolosseum machen kannst. Kannst mir ja mal, wenn du Bock hast, in die Kommentare schreiben, wie das so ist, ob das bockt. Für mich. There are four more Nicola of the His Twin. Okay, das kennen wir schon. And Ranius, so here if you should learn Eltrage. We both as such. Find the elf. She hides in a cache. She knows the look. Okay, ja, für mich, obvious, ist es nischt. Ja. Also nicht, weil ich es scheiße finde, sondern einfach, PvP ist einfach nicht meins. Wir wollten unseren Bogen auch aufwerten. Ich nehme mal den mit. Uns wurde gesagt, wir sollen uns von dem fernhalten hier. Ich weiß gar nicht, was wir mit dem machen können. I asked you not to disturb me. Be thankful of the hold serenity. It is all that keeps you. I asked you not to disturb. Be thankful of the. It is all that keeps. Krass ist halt, dass selbst die Geisterbeschwörerin oder Einschwörerin oder wie auch immer sie sich nennt, dass selbst sie sagt, yo, halt dich von dem Typen fern. Da geht richtig wilder Shit ab bei dem. Ich finde es schade, dass hier einfach gar nichts mehr zu tun ist. Ich überlege gerade. Wir waren bei dieser
Dude, Alter, riesige Spinne da in der Ecke. Wir waren bei dieser... Greetings, are you here for spirit? Wir waren bei dieser Selvi, oder wie sie heißt, die Touch-Dame. Und die hat gesagt, yo, willst mich umbringen oder was? Und wir haben gesagt, nee. Dann hat sie uns nochmal angetouched. Und dann war da so ein Teleport. Aber der Teleport hat uns nicht irgendwo hingebracht, was jetzt irgendwas gebracht hätte, oder? Das kennen wir auch schon. Wir können die Wölfe aufwerten, wenn wir wollen. Frage ist, wollen wir das? Unser Mimic ist ja quasi schon, Alter, das geilste Ding, was wir besitzen, ne? Well, I took you for no matter it's lay out your arms. Oh no. Oh no. Ey, wir haben das auf 20, Freunde. Auf 20. Okay, jetzt lass gucken, welcher Bogen ist der beste? Der Composite Bow. Der hat ein Angriffskraft mehr. Das sind die leichten Bögen. Und dann haben wir hier die größeren. 65-17, 65-18. Hier wäre sogar noch ein Magisch mit drin. Mag ich nicht. Hornbogen, Alter. Ist hier 217, da 230. Die Frage ist halt, wie das weiter skaliert. Ich meine, die beste Attributskalierung ist ja auf Geschick. Warte mal, können wir da eine Asche drauf machen? Ich meine, klar können wir da eine Asche drauf machen. Ich bin jetzt wirklich am Überlegen, was wir machen. Ob wir den Hornbogen aufwerten oder den Langbogen. Hey, ich bin tatsächlich, ich muss ehrlich sagen, ich bin für den Langbogen. So
So Magie-Shit, das ist einfach nicht meins, Freunde. So, dann wurde gesagt, ich kann die Fackel doch wegpacken. Ja, damit sparen wir ein bisschen Gewicht und das ist natürlich auch richtig. Lametta? So, hier brauchen wir Schmiedestein 7. Gelehrte. Wir müssen mal gucken, dass wir andere heilige Siegel oder so finden. Oder kaufen können irgendwo. Womit wir generell einfach Waffenverzauberungen verbessern können. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir das halt mit uns rumtragen. Als das, weil von Gulasch haben wir ja eigentlich quasi gar keine... Ich meine, wir haben schon Sachen, Zauber, aber wir nutzen die gar nicht. Okay, also hier hat sich immer noch nichts getan. Sie erzählt immer noch was von den Falken. Ich weiß auch nicht, was sie für ein Problem hat. Okay, Freunde, Ah, ich erinnere mich, ja. Hier haben wir immer noch den Typen. Hier ist immer noch der... Was ist da? Hier läuft auf jeden Fall noch ein Drache rum, ne? Können wir uns mal markieren. Wir sind immer noch nicht hier durchgelaufen. Aber wir wollten jetzt hier oben mal weiter gucken. Ich erinnere mich jetzt auch wieder, wir wollten ja so einen kleinen Bogen gehen, damit wir auf die Straße kommen. Damit wir quasi hier mal rankommen, ne? Aus Vulkan weiß ich gar nicht, ob wir da überhaupt schon hin wollen. Was bist du? Die Schattenburg. Das klingt alles immer so unfassbar einladend. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht unser alter Homie da ist. Von dem wissen wir ja auch immer noch nicht, wo der abgeblieben ist, ne? Wir wissen bloß, der war dann auf einmal in diesem kleinen Gefängnis unten. Stimmt, ey, wir wissen gar nicht, was aus dem geworden ist. Sehr seltsame Geräusche, oder?
alles zerstört. Und da vorne ist sogar ein Summon-Zeichen. Steine weisen den Weg zum Reichtum. Okay. Gut, die sieht man hier gar nicht. Weil hier alles so grau und grau ist. Hier gibt es gleich zwei Leitern. Ja, also irgendwas... Fußsoldatenkappe. Irgendwas muss es mit den Regenbogensteinen wohl auf sich haben. Der Sprungschlag ist einfach das Beste, was du machen kannst. Das ist quasi der Angriff. Wenn ich Elden Ring irgendjemand beschreiben müsste, würde ich sagen: Sprung R2. Spiel. Das Krasse ist einfach, dass die hier... Was machen die? Plündern die ihre eigenen Leute? Da ist auf jeden Fall... ein Zeichen... des Dings. Okay, komm, klettern wir einmal hoch. Wahnsinn, oder? Hier ist alles tot, einfach. Ich hoffe, außer wir. Weil wir latschen auch gerade einfach mal so mit 52.000 Seelen rum. Das ist schon unfreundlich von dir. Brandpfeile. Oh shit, da hätte ich heilen müssen. Ich sag's euch immer wieder, ey, lauft nicht mit 12 Flächen Heilung rum, nutzt die, habt lieber 11, dann ärgert ihr euch nicht, wenn ihr eine dazu bekommt und die dann quasi verschwendet ist. Flaschenzugbogen. Sag mir jetzt nicht, Alter, das ist quasi der Bogen. 77,25. Was hatte unsere? Unsere hatte irgendwie 80,
Dings, ne? 80-16 oder so. Reichweite 55. Ey. Egal. Darüber sollten wir uns wirklich nicht ärgern, weil, seien wir mal ehrlich, wir benutzen Bogen nur, weißt du, um irgendwas zu cheesen. Wenn wir Bock haben, können wir ja den auch nochmal ein bisschen hochwerten. Und einfach gucken dann. Da ärgere ich mich jetzt nicht. Nicht mal ein bisschen. Ist gar kein Problem. Leute, was denkt ihr, was hier passiert ist? Ja, wir haben ja hier einen Haufen Environmental Storytelling. Ja? Was meint ihr, was hier passiert ist? Irgendwas ist hier reingebrochen und hat einfach alles vernichtet auf dem Weg. Aber was meint ihr, war das? Muss ja irgendwas völlig Krankes gewesen sein. Weiß man, wenn wir hier die Runen alle eingesetzt haben? Vielleicht können wir dann eine Stufe aufsteigen. Aber ich glaube eher nicht. Trotzdem versuchen wir es natürlich. Für mich müsste es so eine Bitte setze alle deine Runen ein Taste geben. Ich glaube, mittlerweile brauchen wir irgendwie 75.000 oder mehr sogar. Ja, nee, kann man nicht mal ansatzweise. Oh, ist das wieder einer unserer Maler? Dunkelschmiedestein. Wie komme ich da nach unten? Das ist der Weg, wo wir hinwollen, ne? Ach so, Mensch. Guck mal, hier geht's auch lang. Okay, da geht's aber nur einmal lang. Aber hier war... Hier war so eine Leiter. Völlig ungeil.
Okay, bevor wir... Ich weiß, das ist jetzt hier ein bisschen tricky. Aber ich will unbedingt zu dem Place of Grace. Ja. Das ganze Gebiet hier schauen wir uns natürlich einmal völlig in Ruhe an, sobald wir auch wirklich hier sein sollen. Denn momentan, glaube ich, sollen wir wo ganz anders hin schon wieder. Aber was wir jetzt machen werden. Ist hier durchreiten. Scheiß Hund. Oh, fuck. Heiliges Fleischermesser. Hütte mit Leichengestank. Oder Hütte mit leichtem Gestank. Weiß ich auch nicht, warum das hier nach Leichen riechen sollte. Ja. Yep. Okay. Ja, Freunde. Das war ein Satz mit X. Wahnsinn, oder? Da kommen wir nicht durch. Das ist schlecht. Dank dir. Okay, Freunde. Handy sagt, Folge ist vorbei. Ich will aber noch über die Brücke. Ich
hinter der Brücke sind wir dann quasi wieder in unserem alten Gebiet, dem Altus-Plateau. Ist gar nichts. Es ist schon, gegen den zu kämpfen, das fühlt sich schon so ein bisschen... Fühlt sich schon so ein bisschen an, wie einem Kind den Lutscher zu klauen. Und ich kenne mich damit aus. Freunde, wie es hier weitergeht. Das seht ihr in der nächsten Folge von Elden Ring. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Kurz gefasst, ich habe keine Ahnung. Aber ich würde jetzt einfach vorschlagen, wir folgen hier diesem Weg, der uns hier hinführt. Ich denke mal, wir müssen dann nach Laendell. Hier ist auch noch eine Höhle. Ey. Zur Höhle wollten wir. Da können wir uns noch hinporten. Ja, wie immer, hinterlass mir einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Da freue ich mich nicht nur sehr drüber, sondern ja, das gibt mir ein bisschen Motivation, Alter. Ja, bis zum nächsten Mal. Dir noch einen schönen Tag. Ich weiß am Ende immer nicht, was ich sagen soll. Ganz ehrlich. Haust rein, danke fürs Reinschauen. Bye, bye.